Kapitel 15 Per aspera ad astra. Ich konnte nicht schlafen. Es sah übel aus und wurde zunehmend übler. Irgendwann würde alles auffliegen. Und dann hätten wir Falcone, die Chinesen und Vinci im Nacken sitzen. So hatte ich mir das nicht vorgestellt, als wir anfingen. Ich hatte vom großen Geld geträumt, von Autos, schönen Frauen, von Achtung und Freiheit. Ich hab's bekommen, aber ich musste dafür bezahlen. Gefängnisstrafen. Leben in Angst. Und dem Tod meiner Freunde. Lange hatte ich mich durchlaviert. Doch nun holte mich alles ein. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Bei der Arbeit Ortschaft freigeschaltet und damit geht es weiter. Hier mit dem letzten Kapitel von Mafia 2 mit und was ist auf Deutsch heißt dieses Per et Astra, das heißt so viel wie, ich kann es aber übersetzen, das heißt so viel wie man muss einen rauen Weg gehen, also man muss einen schweren Weg gehen, um das Glück zu finden. So viel soll das auf jeden Fall heißen, das habe ich auf jeden Fall mal gelesen. Ich würde gerne berichten, wenn das nicht so ganz hinkommt, aber du hast es auf jeden Fall gelesen. Das soll heißen, dass man schwierige Wege gehen muss, also um den, oder man muss raue Wege gehen, um den Stern zu erreichen. Also, ja. Also, als Beispiel, ne, keine Ahnung, ihr wollt eine gute Note in Mathe, und ihr müsst dafür lernen. Ihr müsst dafür euch jeden Tag hinsetzen, eine halbe Stunde und lernen. Jeden Tag bis zur Klassenarbeit. Wenn ihr es gemacht habt, dann ist dieser raue Weg, dann kriegt ihr eine gute Note. Ja, jetzt mal vom. So, das heißt es. Und jetzt. Ja, hallo? Vito? Hier Eddie. Hör mal, du müsstest. Lass mich raten. Ich soll schleunigst zu dir kommen. Und zwar bewaffnet. Ausnahmsweise nicht. Du sollst zu Carlo ins Planetarium kommen. Weißt du, worum es geht? Nein, aber fahr lieber gleich mal hin. Carlo mag's nicht, wenn man ihn warten lässt. Bis dann, Vito. Carlo? Ach, du Elend, nein. Na gut, dann sollten wir auch ein bisschen schick dorthin gehen. Mr. Scaletta, würden Sie bitte einsteigen? Hey, alter Mann, was machst du denn hier? Verflucht, steig schon ein. Los jetzt! Und Sie sind? Das ist unser Freund, Mr. Chu. Okay, also was läuft hier? Worum geht's? Es geht um dich, Vito. Du hast schwer Scheiße gebaut, oder? Hast einen scheiß Krieg angezettelt. Keine Ahnung, wovon du da redest. Arsch mich bloß nicht, Kleiner. Ich habe schon mehr von diesem Metier vergessen, als du je lernen wirst. Die Hälfte unserer Leute ist tot, die Hälfte von Mr. Chu's Leuten ist tot und jetzt sitzt uns allen die Bundespolizei im Nacken. Alles deinetwegen. Leo, hör zu. Du hörst zu. Wär ich nicht gewesen, wärst du schon längst mausetot. Und deshalb sperrst du jetzt die Ohren auf und hörst mir genau zu. Diese Chinatown-Sache. Daran war doch nur dieser Schwanzlutscher Henry schuld, oder? Weißt du, für wen er gearbeitet hat, bevor er gestorben ist? Er wurde abgeschlachtet. Er hat für die Bundespolizei gearbeitet. Er war ein Scheißspitzel. Deshalb haben Mr. Chu's Männer mit ihm abgerechnet. Und deshalb ist die Bundespolizei jetzt hinter Carlo her. Aber ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Du hast mir geholfen, also helfe ich dir. Ich habe mich für dich stark gemacht. Du kriegst eine Chance zur Wiedergutmachung. Okay, lass hören. Tu uns einen Gefallen und erledige Carlo. Und wenn ich's nicht tue? Dann stirbst du. Frank und der Rest der Kommission wollen deinen Kopf. Mr. Chu übrigens auch. Vergiss nicht, dass du dich für einen Spitzel verbürgt hast. Glaubst du, Carlo lässt dir das durchgehen? Du kannst dein Testament machen. Wann? Sofort. Jede Minute, die wir warten, ist ein Geschenk für die Bullen. Er hat sich in seinem Observatorium verkrochen. Womöglich ahnt er was. Man kann über Carlo sagen, was man will.
Aber blöd ist er nicht. Okay. Lass mich aus. Denk dran, Kleiner. Das ist deine letzte Chance. Das ist aber sehr nett. Also. Ja, hätte mir nicht mal ein Auto geben können. Okay, kein Auto. Aber es ist sehr nett. Da muss man sagen, entschuldigen Sie. Ich wusste, was ich vorhatte. Ich gehe hin. Aber dass wir jetzt eine Chance haben zur Wiedergutmachung, ist mehr als... Ja, Alter, ohne Bewahrung. Immer wenn ich ein Auto klauen will, überhaupt irgendwas klauen will, kommen die Cops an. Die es riechen. Ah. Ich würde mich aber ganz gerne nochmal ausrüsten. Also. Der sollte jetzt ja wieder verfügbar sein, ne? Wo ist denn der? Der ist da. Ist da ein Waffenladen? Können wir hier hinfahren? Ja, fahren wir da hin. Der ist kürzer. Okay, also wir dürfen sozusagen den Krieg beenden. Es ist aber, man muss schon sagen, dass das sau cool ist von Leo. Also hat Leo uns den Arsch gerettet. Also ist er der Grund, warum wir jetzt überhaupt noch atmen können. Ist einfach, er hat uns immer geholfen. Egal was war. Weil Leo ist einfach ein wahrer Freund. Er ist bald mehr als ein Freund. Ich meine, sein eigenes Leben riskieren, um uns zu retten. Er hat davon nichts. Außer... ein schönes Leben. Als Maul. Ah, ganz ehrlich, warum kommt die Polizei denn jetzt? Wie ist denn das jedes Mal? Als ob die Polizei das weiß. Also ich werde mir jetzt aber hier reinstellen, warten. Ja, da kommt noch ein Bulle. Alter. Guten Tag. Ich bin schon mal dabei dann. So. Jedes Mal kommst du. Jedes Mal fährst du eine Streife einmal mehr vorbei, wenn ich sowas vorhab. Aber gut, das war, glaube ich, mein letzter Raub. Für das Let's Play hier. Oh. Okay. Und heute. Nehmen wir jetzt halt Carlo um. Frankie und Joe sind alle wollen aber trotzdem. Was ist einmal mit Joe? Was ist denn mit Joe? Ich meine, wir sind aus dem Schneider nach dem Job. Ja, aber es ist auch gar nichts passiert, wenn wir nicht einfach unsere Aufträge gemacht hätten. Jetzt nicht irgendwie. Das Problem war, wir wollten zu schnell an Geld. Ich meine, früher oder später, ich meine, unser Villa war, es war doof mit unserer Villa. Aber früher oder später hätten wir es durch die Mafia sowieso wieder zurückbekommen. Früher oder später hätten wir das
für die hätten wir sowieso zurückbekommen. Wir waren aber wieder so gierig und wollten unbedingt schnelle Kohle machen. Weil es wäre vielleicht sogar schlauer gewesen, nicht selber die Iren abzuknallen, sondern würde ich sagen, so Eddie, hey, die Iren haben uns... Ich weiß gar nicht, warum haben wir uns abgeknallt? War das... Das war wegen Brian O'Neill, naja. So, oder sowas, weißt du? Es wären einige Entscheidungen gewesen. Was um einiges besser gewesen wären. Kein Unfall gebaut. Okay. Wir sind da. So die. Hey Jungs. Hey Vito. Der Boss will dich sehen. Gut, ich will ihn auch sehen. Einen Moment noch, Vito. Ich muss dir deine Knarre abnehmen. Klar. Bedien dich. Wie hat sie mich jetzt sehr getroffen? Boah, ey. Ja. Hä? Von wo kam der denn her? Achso, von hinten. Achso, ja, klar. Der Mann, der von hinten einfach irgendwie... Hä? Nein, gut. Hinten habe ich jetzt keine Augen. Wäre schon. Wie trifft er mich? Der da, ne? Mhm. Er hat eben nicht mal auf mich gezielt. Er ist ganz kurz so gelaufen und einfach geschossen und hat mich schon getroffen. Achso, ja, klar. Ja, okay. Mhm, das ist natürlich logisch. Immer mit so. Nein. Ich werde mal eine Spitze zu benutzen, aber ich glaube, die hilft mir nicht. Nehmen wir die hier. Ja Leute, und jetzt? Sind die einmal eine Thompson in die Hand, die können mich nicht mehr. Okay. Jetzt geht es vor die falsche Waffe. Alter, wirklich. Ist das euer, ist aber wirklich ein sehr billiger Trick gewesen. Ja, wie fühlt es sich an? Gute Frage, weiß ich gar nicht. Toll. War schon krass, dass schon wieder ein Projekt endet. Ah.
Was? Sie hat mich kaum getroffen. Okay. Ach ja. Ich. Hey. Fick dich! Nicht solche bösen Wörter in meinen Mund nehmen. Ist da unten irgendwas? Nö. Mehr Granaten, ja. Das ist irgendwie wie in Teil 1. Da haben sie auch nie Granaten benutzt. Außer am Ende. Warte, ich bin sowieso schneller mit ihr mit meiner Knarre als ihr mit eurer. Ja? Ja, tust du das? Ja, mach. Das tust du ja gar nicht. Das ist eine Enttäuschung. Ja. Ja, oh, wie viel. Also zum Glück. Da hat eben schon die ganze Szene wieder nochmal machen. Toll! Ja, ich. Kann ja schlecht in Decken gehen. Jetzt kann ich dann gehen. Ja, knall mich doch ab. Knall mich doch ab. Genau, so ungefähr. Das wirst du jetzt noch überleben. Aber der hat es gar nicht geschafft. So. Da wollte ich nicht hin. Genau. War weniger. Warum muss ich mal sterben, ne? Ups. Ups. Er wird immer weniger, ne? Dein Schutzengel. Mal der ist doch für die Familie eingesetzt. Er ist echt einfach vor seinem Partner gesprungen, um die Kugel aufzuhalten. Das ist denn nicht Freundschaft. Das ist denn nicht Familienzusammenhalt. Der hat sein Eid wirklich. Der lebt. Der hat sein Eid gelebt. Der hat sein Eid gelebt, Leute. Der hat es gelebt. Ich will mit anderen sagen, der hat einfach sein Eid gelebt. Du, ich bin nicht blöd. Tot? Zuckt noch oder tot? Tot. Sehr brav. Weitermachen. Was? Sind alle keine. Hä? Warte mal. Ja, das willst du wohl schon sagen. Geht keine Muni, das geht ja gar nicht. Da wollte ich Beschwerde anreichen. Ah, wer kommt denn da? Dich haben sie geschickt? Das ist eine Frechheit. Was haben sie dir gesagt? Leg Halo um und alles ist vergeben? Glaubst du ernsthaft, die lassen dich vom Haken nach allem, was du getan hast? Du hast doch keine Ahnung von den größeren Zusammenhängen. Aber dein Kumpel Joe hat den Durchblick. Nicht wahr, Joe? Verdammt, was soll das? Genau das könnte ich dich auch fragen. Loyalität ist eine komische Sache, hä? In unserem Geschäft gibt's keine Freundschaft. Hat dir das der gute Leo nicht beigebracht, als du ihm im Knast den Schwanz gelutscht hast? Du bist nur eine Schachfigur, Vito. Mehr bist du nie gewesen. Wann begreifst du das endlich? Joe, du musst mir jetzt vertrauen. Glaubst du, die Bundespolizei juckt mich? Oder die alten Säcke von der Kommission? Die benutzen dich nur.
Genau wie Clemente dich benutzt hat. Genau wie ich dich benutzt habe. Genau wie der dreckige Spitzel Henry dich benutzt hat. Du hast dich für dieses Stück Scheiße verbürgt, hast ihn bei mir angeschleppt. Und jetzt wirst du elender Schwachkopf dafür büßen. Jetzt schon. Hey, falls du vorhast abzudrücken, tu's einfach. Worauf wartest du? Vito! Knallen wir den Schwanzlutscher ab. Denk dran, worüber wir geredet haben, Joe. Willst du das alles wegwerfen? Blick ihn um! Zwei. Sofort! Oh Gott. Du bist mausetot! Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Gib mir Deckung. Verdammt nochmal, leg die zwei Irren um. Mehr kannst du nicht. Los jetzt, zack, zack. Ich bin der Beste. Idiot, du hast keine Chance. Alle kannst du nicht umlegen. Ich kann es ja mal versuchen. Ich freue mich schon, wenn du ein blödes Maul hältst. Auszuhalten. Ja. Erwähnen Sie das gute Checkpoint und nicht wie. Ich glaube, Kapitel 14 dieser Hafenballerei war bisher, dass das bis jetzt gemacht haben. Na wirklich, leg doch mal die beiden um. Also wirklich, leg die doch mal. Leg mich doch jetzt mal um. Idiot, du hast keine Chance. Alle kannst du nicht umlegen. Gib mir Deckung, Vito. Ja, okay, ja. Du bist komplett wahnsinnig. Ich freue mich schon drauf, wenn du... Lass dir was einfallen. Beeil dich. Bin halb tot. Hast du Schiss, Arschloch? Nur zu zwei. Genau, der ist auch tot. Mann, du schießt ja beschissen. Also in die Kommentare mal dazu, was hier ist. Das hat dir gefehlt. Wie damals nicht schlecht, was? Ja, hat dir gefehlt, hä? Durchlöchert zu werden, hat dir gefehlt? Was, Carlo? 10 Jahre lang habe ich nur Leute umgelegt. Ich habe sie für mein Land umgelegt. Oder für meine Familie. Ich habe jeden umgelegt, der mir in die Quere kam. Aber diesmal... Diesmal tue ich's für mich. Scheiß auf dich! Scheiß Wichser! Ich will nur hoffen, dass du weißt, was du hier machst. Keine Sorge, alles bestens. Wirst schon sehen. Tja, was hat er denn von dir gewollt? Oh, nichts. Er hat mir ein Angebot gemacht. Weiter nichts. Ja, da wäre ich auch drauf gekommen. Was für ein Angebot? Ich sollte dich erledigen. Dafür wollte er mich zum Capo machen, mit einer eigenen Truppe. Eben das, was ich mir schon immer erträumt hatte. Ach so. Und warum hast du es nicht gemacht? Du schuldest mir noch $5, Mann. Scheiße, was soll das denn? Schon gut, Joe. Alles erledigt? Erledigt. Na prima. Dann haben wir ja was zu feiern. Los, fahren wir ins Bordell. Ey, gute Idee. Na komm, Vito. Wir haben noch ein bisschen was zu besprechen. Okay, dann treffen wir uns dort. Okay, was ist das große Geheimnis? Hey, hey, was ist denn jetzt los? Wo wollen die mit Joe hin? Sorry, Kleiner. Die Sache läuft ohne Joe.
Das war's mit Let's Play Mafia 2 Definitive Edition. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Also ich muss sagen, es war ein sehr gutes Spiel. Also es hat mir sehr gut gefallen. Aber doch einige Bugs. Ne? Leo Galante mit dem Blick am Ende und dann da eine Bodyguard, der seinen Kopf da einmal um 30 Grad gedreht hat. Ja. In der Sache, muss ich sagen, ja, hätte man hier und da besser machen sollen. Das Ende ist natürlich auch immer sehr, ja, fanden viele offen, für mich aber noch nie. Also ich fand es halt nie offen, weil viele waren, was passiert mit Joe, und für mich war es halt immer klar, dass der Typ stirbt. Weil Joe, wenn man sich mal erinnert, jeder Auftrag, der schief ging, es war ja manchmal auch Joes Schuld. Nicht immer, aber manchmal. Dass Joe, immer der war, der da immer Scheiße gebaut hat. Und der ist jetzt tot. Ja, der wird jetzt umgebracht. Und der Dach läuft ohne Joe, weil ohne Joe hätte mein Henry, hätte Joe anders reagiert, als Joe auch nicht aufs Geld besessen gewesen, hätte Vito es nie gemacht. Weil Vito wollte ja zuerst nicht, er hat sich ja von Joe überreden lassen. Und Joe war hier das Hauptproblem. Auf jeden Fall war es echt ein gutes Spiel. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, also die Bugs waren drinne, ja, also ich meine, einige Bugs, die es hier gab, gab es im Original nicht. Und da ist schon bei so einer, die 30 Euro kostet schon ein bisschen, ja, Man muss dazu sagen, es kostet nur für die 30 Euro, die das Spiel sowieso noch nie besessen haben. Oder die jetzt irgendwie eine PlayStation 3 Version haben. Ich glaube, die müssen auch nochmal zur Kasse. Auf jeden Fall war es geil. Muss ich sagen. Also, mir hat Spaß gemacht. Das Ballern hat mir gerade sehr gefallen. Gerade mit dem Revolver. Es hatte immer so eine richtige Wucht dahinter. Es war sehr gut gemacht. Das Autofahren war nice. Und ja, mir hat dieses Let's Play echt Spaß gemacht. Und jetzt haben wir endlich Mafia 2 gespielt. Ja, also da gibt es ja auch noch die DLCs, die drei, Betrayal of Jimmy, Jimmy's Vendetta und Joey's Adventure. Also ein bisschen ist hier noch drinnen im Spiel. Ja, bin ich da mal gespannt, wer es wird. Auf jeden Fall war gut, ja, also klar, ist ein altes Spiel, man merkt es hier und da auch bei einigen Sachen so, ja, wie zum Beispiel auch mit der Entdeckung, wenn man jetzt den Test drücken musste. Ja, also. Oder auch die Granaten, die man extra auswählen musste. Das hätte man. Aber gut, das hätte man hier und da ein bisschen anders mit dem machen können. Sonst war es geil. Also, sonst kannst du halt auch noch mithalten. Von der Story her kannst du ja mithalten. Hier und da mag man es auch mal, zwar halt merken, dass es jetzt kein Next-Gen-Spiel ist, aber es ist halt ein 10 Jahre altes Spiel. Es ist aber dennoch ein gutes Spiel. Und mir hat es dann auch Spaß gemacht, obwohl es 10 Jahre alt ist. Da kann ich mich eher weniger beschweren, muss ich sagen. Und man muss schon sagen, 30 Euro für ein 10 Jahre altes Spiel, für so eins, ja. Also, ist immer so die Sache. Guckt man aufs Alter oder guckt man auf den Inhalt? Ich gucke immer auf den Inhalt. Und was jetzt mit einem neues Spiel, was scheiße ist, und wenn ein neues Spiel für 30 Euro kaufe, oder das ist kacke, und ich kaufe ein 10 Jahre altes Spiel für 30 Euro, und das ist dann geil. Was nützt dann das andere nichts? Deswegen, ja. Also, deswegen wollte ich schon, dann war schon geil. Deswegen wollte ich es auch noch beenden hier jetzt heute.
war schon nice. Also, mir hat's sehr gefallen. Auf jeden Fall deutlich besser als Mafia 3, Audioversion, die ich gespielt habe. Wo ich da auch bisher noch sehr gespannt bin, da kenne ich auch nicht mehr jeden Plot-Twist. Ah, ich glaube kaum noch. Kaum noch, weil ich es immer so gestückelt durchgespielt habe. Aber gut, dann haben wir das Spiel jetzt ja nachgeholt. Haben wir ein bisschen nochmal gemacht, das ist auch schon, ist es jetzt auf meinem Kanal hier verewigt. Hat mir Spaß gehabt, kann man machen. Kann man wirklich machen, war ein gutes Spiel. Schön realistisch. Ich hätte mir hier und da vielleicht ein paar, es gab so ein paar Dinge, die wurden halt damals rausgenommen. Wie zum Beispiel mit Baseballschlägern kämpfen oder so. Oder die Waffenlizenz. Hier und da hätte man vielleicht noch mit ein, zwei kleinen Sachen das erweitern können. Wäre vielleicht ganz geil gewesen, dass du mit ein, zwei Gameplay-Mechaniken mehr, die ich das Spiel auf den Kopf stellen. Also ein, zwei Gameplay-Mechaniken mehr hätten schon gut getan. Der Bug, der sich immer noch hatte, legt dich auf die Couch. Das war immer ein bisschen doof. Ja, aber es ging auch noch. Muss schon sagen, es war ein gutes Spiel. Es ist ein gutes Spiel. Es hat seine kleinen Fehlerchen, aber es ist ein tolles Spiel. Und damit würde ich auch sagen, beende ich hier mit das LP. Die Credits, den Abspann hier, lassen natürlich wie immer noch durchlaufen. Ich beende aber das Let's Play jetzt hier mit dem Abspann, könnt ihr ihn angucken. Und will damit sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten LP. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank für die Abos, für die Kommentare, für die Likes, für alles. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im laufenden Let's Play, in einem Stream vielleicht sogar wieder oder in einem neuen Let's Play. Je nachdem, momentan läuft zum Zeitpunkt der Aufnahme Uncharted 3, Drake's Deception, Elder Scrolls 4 Oblivion, Final Fantasy 7 Remake, Assassin's Creed Odyssey und Sherlock Holmes, das Geheimnis der Mumie. Die Spiele laufen momentan. Wenn ihr reingucken wollt, macht es. Wir sehen uns. Ich lasse die Credits noch durchlaufen. Bis dann. Tschüss, euer Pyrus. Ciao.
Und hiermit nochmal. Wir sehen uns im nächsten LP. Bis dann, haut rein. Ciao.